Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Wir gehen heute, ach ja, gehen erstmal schlafen. So. Genau. Und zwar gehen wir heute, ich weiß nicht, ob wir wieder in die Mine sollen, weil 7 Diamanten sind halt schon ziemlich wenig. Ups, das gehört nicht da rein. Was ich aber auch noch vorhatte. Wir brauchen ja dann viel Sand für TNT. Und ich glaube, da vorne irgendwo war ja mehr. Dort hat es bestimmt irgendwie so eine Sandbank, die wir ausnehmen können. Weil, ja. Ich habe in der Nähe nirgends eine Wüste gefunden, als ich rumgeflogen bin letztes Mal. Und ja. Vielleicht finden wir per Zufall noch eine. Das wäre echt nice. Ich glaube, ich zwar eher weniger, aber. Naja. Ja, wir laufen jetzt hier erstmal noch ein bisschen nach oben. Wahrscheinlich gehen wir dann in der nächsten Folge, in der übernächsten, nochmal in die Mine. Weil es wäre halt schon wichtig, wenn wir jetzt dann bald Full Gear hätten. Dann könnten wir ins Nether und könnten uns Netherite holen. Mal gucken, hier jetzt auch Sand. Da hat es Sand, okay. Jetzt da vorne sieht wie für uns gemacht aus. Ja, dann nehmen wir jetzt hier so ein bisschen mit. So viel wir tragen können. Und ja, dann gehen wir zurück. Gehen vielleicht heute schon ein bisschen in die Mine. Mal gucken. Ich werde das jetzt erstmal Zeitraffern. Bis später. Schaufel ist jetzt auch kaputt. Hier ist jetzt glaube ich auch kein Sand mehr rumliegen. Nee. Okay, dann laufen wir jetzt mal zurück und ich überlege gerade, was braucht man denn alles für einen Schmiedtisch? Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht ist es ja möglich, wenn wir unsere Brustplatte zum Beispiel da reinmachen und dann ein Dia reinmachen, dass dann, dass wir dann eine Dia-Brustplatte rausbekommen. Ich glaube zwar nicht, dass es so einfach geht, aber wer weiß, vielleicht geht's ja. Ich glaube zwar ja nicht, aber wir müssen sowieso einen craften für dann, wenn wir Netherite haben. Ist das relativ wichtig, weil sonst können wir gar keine Netherite-Rüstung machen. So. Genau. Ja, wir haben jetzt immerhin, ja, wir haben jetzt fast 5 Stacks, das passt auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt dann noch ein bisschen in die Mine, craften uns noch ein paar Spitzhacken. Nehmen wir noch mal ein paar Fackeln mit. Essen. Ja, ich glaube nicht unbedingt. Und. Ja, dann werden wir sehen, ob wir fündig werden. Das fände ich echt nice. Können dann auch mal noch kurz gucken, ob die Creeper Farm bis jetzt schon etwas gemacht hat. Ich glaube zwar eher nicht. Aber naja, ist eigentlich auch egal. Okay, dann brauchen wir jetzt hier Eisen. Das, und dann können wir jetzt auch noch, ich nehme mal an, man braucht Holz dafür. Dann nehmen wir jetzt mal jegliche Art mit, also unverarbeitetes, verarbeitetes und. Ja. Ja, wir gucken einfach mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Eisen brauchen für den Schmiedtisch. Für etwas gibt es ja das hier. Das finde ich immer ganz praktisch für die neuen Rezepte, die man noch nicht so kennt. Genau. Ein Schmiedtisch hier. Oh, das ist voll easy. Wie ein Crafting Table. Und einfach noch zwei Eisen noch drüber. Let's go. Den können wir hier hin machen. Okay. Ja, das geht schon gar nicht. Brauchen dann wirklich ein Ingot. Vielleicht könnte man so eine Lederrüstung. Das geht auch nicht. Es geht, glaube ich, wirklich nur mit Dia-Rüstung. Okay. Nice to know. Ich glaube, können wir da auch noch eine Höhe machen. So. Ah, ne, warte, das Eisen brauche ich. Dias brauche ich nicht mehr. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Fackeln mit. Brauchen wir sonst noch was? Ich glaube nicht, oder? Ne, bestimmt nicht. Dann
Machen wir doch kurz das Restholz rein. Die Sticks nehme ich mal mit. Vorsichtshalber. Dann machen wir uns eine Schaufel und irgendwie noch so zwei Spitzhacken dazu. Und dann können wir eigentlich auch schon... Ach scheiße, jetzt habe ich zu wenig Sticks. Ach toll, ja warte, das war sie komplett. Okay, aber unten haben wir zwar auch noch ein Crafting, da können wir das gleich unten machen. Wir haben gar keine Sticks mehr, nur. Dann nehmen wir noch zwei von dem und nochmal das hier. Das geht hier? Ja, genau. Perfekt. Dann gehen wir jetzt erstmal runter. Und ja, offen auf Dias. Aber warte, zuerst können wir noch kurz hier gucken, was denn... Ah, das ist der Aussichtstower oder was auch immer. Ja, nee, hat noch nicht geklappt. Weißt du... Wir scheinbar sind aber Monster gespawnt. Warum auch immer. Also ich sehe noch nichts. Ich höre nur Zeugs. Egal, wir gehen jetzt runter. Das, was wir eigentlich ursprünglich vorhatten. Und dann meine ich mal so ein bisschen. Und dann werden wir sehen. Ich hoffe, wir finden ein paar Dias. Weil wäre langsam ich praktisch. Wäre langsam auch wichtig, dass wir mal ein paar Dias finden. Was ich halt auch relativ schnell dann machen möchte. Also das habe ich safe auch schon gesagt, eine Villager Farm halt. Damit wir Mending Bücher bekommen. Weil das ist auch sehr wichtig. Wir machen jetzt immer noch das hier. Das Eisen machen wir vielleicht besser hier rein, damit das nicht verloren geht. Und dann ja, laufe ich jetzt mal nach hinten und fange an zu minen. Also genau, eine Villager Farm wird halt wirklich echt wichtig. Dann hätten wir Mending-Bücher, dann können wir eine Enderman-Farm bauen, weil das ist auch nicht gerade so schwierig. Und nachdem können wir dann können wir unsere Sachen immer übertrieben schnell reparieren. Und dann können wir gucken, was wir als nächstes bauen. So, jetzt aber erstmal hier weiter. Ich mache das für euch. Ihr Zeitraffer. Was ich mir gerade überlege, ich glaube, wir meinen jetzt einfach straight nach vorne, bis wir eine Höhle finden oder sowas ähnliches. Dann können wir die erforschen, weil ich hatte persönlich so jetzt mehr Erfahrung, also bessere Erfahrung, so nicht unbedingt mehr. Dann können wir, ich brauche mal Licht, dann können wir diese Höhle so ein bisschen erforschen, haben wir auch noch ein bisschen mehr Action. Vielleicht finden wir auch eher den einen oder anderen Dia. Ich komme jetzt erstmal geradeaus. Oh yeah, Leute. Ein Mineshaft. Ja, let's go. Warte, wir machen hier wieder hoch. Wissen wir dann, was weitergeht? Falls wir noch zurückfinden. Stimmt, das wird jetzt auch ein Riesenproblem dann. Naja, egal. Das passt. Hier, genau. Wir machen jetzt hier. Ja, wir suchen jetzt hier halt alles, ne? Ich glaube, wir nehmen auch Redstone mit, damit wir ein bisschen XP haben. Damit wir dann die Rüstung vielleicht schon erst ein paar Verzauberungen drauf machen können. Weil im End werden wir das, glaube ich, dann brauchen. Ich habe ja auch noch nie den Enderdrachen besiegt. Also alleine und ohne irgendwas gecheatet zu haben. Naja. Ich bin gespannt. Also geht das jetzt nur noch hoch? Oh Gott. Oh. Machen wir ab hier. Oh ne, clever. Okay. Okay. Ja, ich hoffe, das geht jetzt wieder runter, weil sonst ist das hier zu hoch. Okay, Wasser, verpiss dich.
Oh, nice. Okay, warte, wir machen hier erstmal das Lava weg. Das ist nämlich gefährlich. Wir springen hier kurz runter. Und... Oh, das ist das Wasser. Ich dachte gerade, was ist das da hinten? Ja, wir machen hier mal das Lava hier ein bisschen zu. So. Ja, das passt. Okay, dann ja, hoffen wir auf die erste. Dann machen wir immer noch auf. Den machen wir auch mal zu. Oh Gott. Das ist tricky. Wieso ist denn hier eigentlich so viel Lava? Wieso ist hier Himmel? Himmel und Hölle. Okay, ja, gehen wir hier mal weiter. Bis jetzt habe ich aber noch nichts gesehen. Oh Gott, Alter, wo kommst du denn? Ich habe mich hier gar nicht gesehen. Ja. Okay. Einmal sind wir aber hier schon gewesen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Okay. Nee, das war jetzt scheinbar wirklich nur von diesen Wasserfällen. Alter. Oh mein Gott. So. So. Ach, hier drüben ist ja auch noch Wasser. Hä, was ist denn mit dieser Höhle los? Oder es ist ja eigentlich mehr eine Schlucht. Oh mein Gott. Oh, mich... Alter. Mich hat einfach zu dem gespült. Oh mein Gott. Das hasse ich ja an diesen Höhlen. Oder an den Schluchten eben eigentlich. Dass einfach Creeper aus dem Nix gefallen kommen. Das ist das Schlimmste. Das Stressigste. Dass es gibt. Nein, aber es ist halt schon recht stressig. So, müssen wir unser Leben wieder ein bisschen auffüllen. Scheinbar hat sie hier immer noch keine Dias. Sind wir eigentlich auf der richtigen Höhe? 11, ja, eigentlich schon. Auf die Gang. So, machen wir das hier auch nochmal dazu. Alter. Also diese Höhle ist schon sehr speziell. Yeah. So. Frage ist, geht's hier hinten noch weiter? Nee. Als ob es hier keine Dias hat. Ach man, so eine Scheiße aber auch. Naja, dann gehen wir mal zurück und gucken mal, ob wir vielleicht in mir Mineshaft. Oder ist das Gold? Glaube, oder? Gucken wir mal, ob wir in Mineshafts noch fündig werden. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Auf Lager, wisst ihr? Haben wir von hier? Nee, oder? Wo kamen wir denn? Von hier oben, glaube ich, oder? Scheiße. Wobei, da hinten können wir dann auch noch weitergehen. Also, hier hinten. Okay. Ja, hier. Da vorne sind Fackeln. Als ob, waren wir schon einmal hier? Das könnte halt tatsächlich sein, weil ich glaube, wir waren schon in meinem Chef. Ja, wir waren hier safe schon. Oh, Leute, spawn. Okay, interesting. Okay, dann würde ich aber sagen. Ja, dann waren wir hier auch schon. Ja. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen. Das war's mit dieser Folge Minecraft. Abo und liken bitte. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, is it what do you see? As you twist it out.